Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Heute mit der Zuckerplum oder Zuckerblume oder Zuckerpflaume? Ach egal. Englisch kann ich ja nicht. Eine Sugarblum, eine Superplumpe wahrscheinlich. So, deswegen tanzt sie hier auch Ballett, weil sie super plump ist. Doppelt, Fremdwort, resistent oder wie auch immer. Ja, die Sugarplum ist hier im Wicked Wonderland unsere erste Gegnerin, die wir haben. Danach brauchen wir noch die anderen drei. Sollten die nach Möglichkeit erst auf Normal craften, da kriegen wir zwei Schlüssel und den Yuletide Cape oder das Yuletide Cape eigentlich. Und wenn wir es auf Plus schaffen, dann kriegen wir noch die Winter Keys dreimal und die Glacial Regalia. Wo ich gerade hier mal komme. Kurz am Spicken bin auf dem anderen Monitor. Die Glacial Regalia im Plus hat Endwerte von 2280 auf Angriff und 2394 auf Verteidigung. Ist jetzt nicht schlecht. Jetzt ist nur die Frage, ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass ich die schon mal auf Plus bekommen habe. Sehr mysteriös. Da müssen wir mal nachhaken. Also Glacial Regalia, oder ich hatte sie auf Normal, das kann natürlich auch sein. Aber irgendwie habe ich das im Hinterkopf, den Namen kenne ich schon. Ja, ansonsten, ihr seht an der Zeit, die hier fortgeschritten ist, wir haben Mittwochabend. Ich kam heute noch nicht dazu, eine Aufnahme zu machen, wollte aber mit euch praktisch die ersten Hits gegen den Boss machen, aber jetzt gucken wir erstmal nach der Glacial Regalia. Menü, My Knights müsste eigentlich gehen. Das hier geht natürlich nicht. Glacial Regalia ist eine Mystic Wasser. Da geht's. Dann gehen wir doch hier auf Wasser und gucken mal. Ach, ich habe die in Normal. Daran liegt das. Ja, wir haben sie, wir haben sie auf jeden Fall in Normal schon. Auf Plus habe ich sie wohl noch nicht. Schade. Ja, in Normal ist auch nicht schlecht. Ihr habt die Werte ja gesehen. Ja, wie gesagt, nicht schlecht, aber auch jetzt nicht mehr richtig gut, ist nur noch knapp 200 oder gut 200 vor dem Epic Boss Werten. Deswegen machen wir das mal weg. Was mich auch ein bisschen wundert bei diesem Event diesmal ist, dass wir ja leider keine Dingensbummens bekommen, also keine 7 Schlüssel waren es, glaube ich, 8 Schlüssel waren es, glaube ich, 5 und 3 immer, ne? Jetzt sind wir ja wesentlich weiter runtergekommen. Jetzt haben wir nur noch 2 und 3. Hat jetzt aber für mich auch die Hoffnung, dass es wahrscheinlich so viele Dragonforges gibt, dass man damit die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, welche zu bekommen. Hoffe ich zumindest, weil dieser Charakter hier hat immer noch keine Dragonforged. Was euch auffällt, wir haben hier den Guild War anstehen. Da gibt es tatsächlich jetzt schon bis zu Platz 5 Dragonforged. Allerdings ist Platz 5, Platz 50 meine ich natürlich. Wo habe ich 50? Egal. Auf jeden Fall, Problem dabei ist allerdings, dass das eine Mono-Erde ist, die von den Werten her nicht sehr viel besser ist als der nächstniedrigere Platz. Was zwar nur eine epische Rüstung ist, aber die in Plus, wie gesagt, fast die gleichen Werte hat und dafür 2, wenn ich das in Erinnerung habe. Elemente. Dementsprechend finde ich es eigentlich besser. So, jetzt sind wir hier gelandet. Wir haben insgesamt 3919 in der Quersumme. Zwinker, zwinker. Ich hoffe, der Zuschauer weiß, wenn er gemeint ist. Nein, also, ja, wir haben hier halt unsere Plumpe. Nee, was hatte ich gesagt? Eine Superplumpe, genau. Eine Superplumpe, Ballettfee. Jo. Monoluft. Sollte machbar sein. Die Nemesis sieht mal wieder sehr nemesisch aus. Kann man sich nehmen oder auch nicht. Würde man jetzt auf Platz sagen. Ja, wir gucken mal, was wir hier so an Erderüstungen haben. Hier haben wir viel auf Attacke, da haben wir ein bisschen mehr auf Verteidigung. Hier haben wir nochmal ein bisschen Undead Ropes. Achso, hier hatte ich die nur in Normal, genau, da war was. Ja, nehmen wir trotzdem erstmal die hier, weil ich finde, dass das Ausgewogene besser passt. Dann Angriff hochpowern. Und dann können wir gerne noch die Verteidigung und die Lebenspunkte hoch. Oder das bringt das jetzt so viel mehr?
Also ich muss hier auch mal mit meinen Schmuckstücken ein bisschen weiterkommen. Ich habe mich jetzt informieren lassen von einem Zuschauer, was hier die ganzen Werte bedeuten. Also, wir haben, das Pad selber hat einen Angriff von 71, bringt aber, wenn in der Rüstung des aktiven Ritters Luft drin ist, bringt sie plus 10 auf Angriff und plus 18 auf Verteidigung. Während das hier zum Beispiel weniger bringt, finde ich eigentlich auch total faszinierend. Sind ja eigentlich beides die gleichen, nur das hat weniger Angriff und macht in der Quersumme, in der Addition macht es hier insgesamt weniger Plus als dieses hier. Also sprich, der hier ist auf jeden Fall besser. Einziges Problem ist, ich habe im Augenblick keine Luftrüstung an, sondern eine Erdmystik. Das bedeutet, ich sollte natürlich Erde oder Mystik mitnehmen. Könnten wir ihn hier mitnehmen? Seine Vampiric Attack lädt uns ein bisschen vom Lebenspunkten her wieder auf. Ist eigentlich ganz nett. Ich glaube, das nehmen wir jetzt auch einfach. Ja, ich habe natürlich heute auch gerade wieder einen wundervollen Fauxpas gebracht. Ich habe in Line von im Gildenchat habe ich gesehen, dass jemand meint, ja, ich kann ja jetzt meine Pets leveln und das ist so toll. Yippie, ich habe gewonnen. Wer hätte das gedacht? Oh, und es gibt hier Blumen. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, und der konnte seine Pets leveln und fand das ja total toll. Und ich dachte mir, was? Wow, man kann Pets leveln. Ich gesucht, wo es das gibt. Wollte natürlich mir auch nicht unbedingt die, die Blöße geben zu sagen, ich weiß nicht, wo es das gibt. Gesucht, gemacht, getan. Dachte, ja, das kann doch nicht wahr sein hier. Wo ist das denn? Dann habe ich doch gedacht, gut, jetzt schreibst du mal bei Line und dann schreibt er halt zurück, ja, ich konnte es halt aktualisieren über einen Google Store, das hatte ich vorher auch geguckt, ging aber nicht und jetzt kann ich das, ich musste nur noch ein Gebäude kaufen und dann hat das funktioniert. Dann dachte ich mir, hey, super, Mensch, ich muss das haben, aber auch das Gebäude nicht gefunden. Ja, jetzt ist mittlerweile mir dann auch aufgefallen, beziehungsweise habe ich dann auch rausgelesen, dass es anscheinend die Beta-Version ist, wo man sich als Tester für das Spiel registrieren konnte und wo man dann praktisch so Sachen halt ein bisschen früher kriegt, wo die dann gucken, ob die Programme richtig laufen und alles. Also praktisch ein Beta-Test-Server. Ja. Tut mir leid, dass ich euch jetzt hier voll ins Ohr gähne, während wir hier gerade wieder die Superblumpe. Ich find's irgendwie lustig. Fertig machen. Superblump erinnert mich an das Englisch, was ich manchmal auf der Arbeit höre. Wenn zum Beispiel jemand sagen will, geh bitte auf die andere Seite. Go to the other page. Weil Seite von wegen einer Seite im Buch. Page. Fand ich irgendwie lustig. Vor allen Dingen habe ich es erstmal nicht verstanden, weil ich ja kein Englisch kann. Ich weiß heute noch nicht, warum es lustig ist, aber sehr, sehr lustig. Ach, ich finde das so faszinierend. Nicht, dass ich hier schon seit Jahren jetzt dieses Spiel spiele, seit Jahren dazu Videos mache, schon in der Zeit, wo man das nicht auf Deutsch umstellen konnte, da auch schon einigermaßen zurechtgekommen bin. Natürlich mit ein paar Ausdrücken auch ein bisschen Probleme habe, aber hey, bin halt nun mal ein dummer Mensch, aber nie zu unterstellen, dass ich kein Englisch könnte, wenn ich mal ein bisschen lustig sein will. Ich finde das gemein. Also nicht, dass ich nicht grundsätzlich lustig wäre. Ihr wisst, was ich meine? Nein, wisst ihr nicht. Wahrscheinlich nicht. Und fies finde ich dann noch, oder fies oder lustig oder wie auch immer, fand ich noch das Kommentar, die sind wie Sheldon Cooper und verstehen keinen Spaß. Das ist gemein Sheldon gegenüber. Er versteht Spaß. Er sagt dann immer schön Bazinga. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ich möchte jetzt nicht wegen Urheberrechtsschützung, die jetzt praktisch diese Serie beschützen, Probleme bekommen. Was war hier eigentlich vorher? War nicht vorher der Fairy Forest weiter hier oben? Das kann sein. Das wäre im Bereich des Möglichen. Sowieso interessant, weil der Weg führt hier zu den Sachen alles hin, aber hier endet er irgendwie. Da kommt der Fluss und nach da hinten kommt man gar nicht mehr. Sehr verwirrend. Weil hier führt so ein richtig schöner Weg entlang. Man kann die einzelnen Sachen besuchen.
Und dann geht es ja hier entlang. Und normalerweise schaltet man sich ja dann hier entlang frei. Und ja, wenn man hier ist, gibt es dann gar keinen Weg mehr. Muss man sich hier voll alleine durchkämpfen. Und hier wieder durch den Wald. Und eigentlich total banal. Hier gehört eigentlich mal ein geteerter Weg hin. Weil so oft, wie ich die armen Monster hier töten muss, nur damit ich dieses tolle Quest fertig kriege. Wisst ihr was? Wir machen jetzt wieder Trick 17. Und gehen hier hin. Gut, so trickisch ist das gar nicht, aber lasst mich ruhig bei dem Glauben, dass es trickisch ist. Ich lasse jetzt auch den Fischkopf da. Den Sproutschwimmer. War das ein Sproutschwimmer? Sozusagen ein Krautschwimmer. Gut, Schwimmer konnte ich jetzt nicht verunglimpfen. Da habe ich jetzt leider nicht. Ja, da ist er wieder, die Superplumpe. Ich meine, sowas mache ich auch jeden Morgen nach dem Aufstehen hier so auf der Zehenspitze erstmal balancieren, bis ich aufwache und merke, dass ich nur geträumt habe. Aber ganz ehrlich, ich behaupte mal, dass die meisten männlichen Balletttänzer, ich meine, natürlich finde ich es irgendwo, da gibt es männlichere Sportarten, aber männliche Balletttänzer sind im Normalfall total gelenkig. Und ja, hätten meine Eltern mich mal dazu gezwungen, Ballett zu tanzen und nicht sinnlos Computerspiele zu spielen. Naja gut, dazu haben sie mich nicht gezwungen, aber sie hätten mich damit davon abhalten können. Ach, von wegen abhalten. Ist zwar praktisch Werbung und ich bekomme nichts dafür, aber ich habe heute einen schönen Trailer gesehen auf Hinweis von ein paar Freunden, Kollegen, dass es 2016 ein neues Pokémon-Spiel fürs Handy praktisch geben soll, wo man dann wahrscheinlich mit GPS oder wie auch immer umherläuft und da fällt mir gerade auf, das ist doch ein anderer Gegner als sonst. Ja, und auf jeden Fall umherläuft und dann Pokémons fangen kann, dass man dann wie so eine Nachricht bekommt, ein Pokémon ist in der Nähe, aufgepasst, dann wird einem angezeigt, in welche Richtung und dann muss man da praktisch hin und wie das jetzt genau vonstatten geht, ob man praktisch erstmal eins bekommt und die dann auch am Anfang ein bisschen schwächen muss oder ob man die, also in dem Video sah es so aus, so nach dem Motto, man fängt sie dann einfach. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant, sah sehr interessant aus. In dem Video natürlich total toll auch animiert, ja. Wäre schön, also müsste man sich mal angucken, wie das dann so alles so wird. Soll es wohl für Apple und für Android dann geben und kann man dann wohl auch irgendwie, wenn man an Leuten vorbeiläuft, die praktisch ihr Handy mit dieser App geladen haben und die dann auch das Spiel wahrscheinlich auf Senden oder Empfangen oder wie auch immer gestellt haben, kann man dann praktisch sich mehr oder weniger treffen, kann die dann angreifen, kann denen praktisch einen Fight vor die Füße werfen und so weiter. Also das wäre schon interessant. Ich kann mir vorstellen, wie es dann auf den Schulhöfen aussieht, ja, wenn Pokémon noch einigermaßen beliebt ist, wie es damals war, oder beliebter wird vielleicht auch durch dieses Spiel wieder, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann die Kids dann auf dem Schulhof stehen und ein paar rennen praktisch mit ihrem Handy vor der Nase rum und suchen, wo sie irgendwelche Pokémons fangen können. Und die anderen stehen halt in den Ecken und bebetteln sich da gegenseitig. Man kann dann wohl auch irgendwie Gruppenbattles machen oder so. Sah alles ziemlich nett aus. Also nett diesmal im positiven Sinne. Wir hatten es ja auch schon mal davon, dass nett für eine Person sozusagen was Negatives ist. In dem Fall ist es positiv gemeint. Jo. Das nur für die Leute, die wie ich vielleicht die Anfänge von Pokémon mitbekommen haben damals, wo es 100, 150 gab, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die Grundlage von Pokémon war, wo Pikachu noch, also der ist, glaube ich, auch später dann die Hauptfigur, aber irgendwie, wo Misty und Rocko noch mit Ash rumgezogen sind und nicht später dann irgendwelche neuen Figuren dazu kamen, wo man immer dachte, wann werden Misty und Ash sich endlich bekommen und, ach, sehr schöne Anime eigentlich.
wo es auch wieder um Freundschaft und um Durchhaltevermögen und du kannst alles erreichen, wenn du nur willst. Ja, man muss halt nur wollen, das ist manchmal das Problem. Liebe Kinder, die Arbeit nur gut zu schreiben ist eine Sache, zu wollen, aber man muss auch das dafür tun, nämlich üben und trainieren. Das ist dann bei Pokémon halt auch, dass er halt auch seine Pokémons trainieren muss, damit er weiterkommt, um da irgendwelche Kämpfe zu gewinnen und ja. Finde ich eigentlich ganz nett gemacht, weil sonst immer heißt es nur, ja, man muss nur wollen, dann geht das schon und dann kämpfen sie sich irgendwie durch Monsterhorden. Bei Pokémon ist das ja alles immer noch so ein bisschen auf niedlich und die besiegten Pokémon, die sterben nicht, die kommen ja dann nur wieder zurück in den Ball und werden dann halt im Endeffekt, dann wieder hochgeheilt und so weiter und ja, das ist denke ich schon alles ganz gut, ja. So, auch für kleinere Kinder. Ich habe ja mit meinen Kindern auch angefangen, die erste Staffel Pokémon wieder zu gucken. Also was heißt wieder zu gucken? Überhaupt für die Kinder zu gucken und ich sie wieder zu gucken. Ja. Ja, so viel zum Wort zum Pokémon. Wenn da drüber natürlich jemand irgendwelche Infos hat, wann das genau nächstes Jahr stattfinden soll oder so, der kann gerne was in die Comments schreiben. Wenn ich dran denken sollte, werde ich vielleicht auch mal den Trailer dazu verlinken unter dem Video vielleicht. Wobei ich jetzt meistens schon nicht mehr weiß, was ich vor einer Stunde gesagt habe, weil im Augenblick einfach recht viel ist und ja, ich natürlich total den Spaß hier an dem Spiel habe und natürlich auch Spaß dran habe, euch da zu zeigen, wie es vorangeht mit meinen Charakteren und vielleicht auch Tipps und Tricks zu geben. Aber im Großen und Ganzen, das alles im Augenblick ein bisschen viel ist. Aber gut. Wenn man ein richtiger Mann ist, muss man auch jammern können. Ich meine natürlich das aushalten können. Vor allen Dingen, wo ich jetzt doch meine Männerkrippe so habe. Naja, ich muss mal ganz kurz ans Telefon. Ich denke, wir werden dann gleich hier wieder einsteigen. So, und weiter geht's. Ich habe tatsächlich ein Privatleben, wer hätte das gedacht? Drei Victories brauchen wir noch. Victorias brauchen wir noch. Warum brauchen wir Victorias? Ja, eigentlich wollte ich gar nicht mehr so viel machen, das ist das andere Schlimme. Also schlimm ist jetzt auch relativ. Was noch eine lustige Sache ist, ich werde nochmal mit euch gerade mal danach gucken, wie lange noch meine Epic Plus Rüstung aus dem Heroic Mode braucht. Weil da hätte ich ja auch tatsächlich noch ein paar Minuten Zeit, glaube ich. Das Event läuft, glaube ich, noch bis morgen oder so. Bis übermorgen sogar. Nee, das läuft nur noch heute. Ja, ist ja Jacke wie Hose, also es ist auf jeden Fall am Craften. Hoffe ich, denke ich. Ja, hier bin ich auch weit drüber, jetzt auch wieder durch den Epic Boss. Genau, die Kirin Rengard im Plus ist am gecraftet werden. Da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. 20 Stunden noch, also morgen Mittag, circa 16 Uhr ist fertig. Was gibt's sonst noch? Ja, die Chests haben wir ja praktisch abgehandelt in den Comments, dass es relativ schlecht war, die aufzumachen. Hier hatten wir letztens eine Chest mit 9000 ein bisschen was Gems. Dafür hat man auf jeden Fall eine hochgelevelte Dragonforge bekommen. Ich weiß es nicht. Prinzipiell ist es natürlich eine tolle Sache, so eine Dragonforge zu bekommen. Aber 9000 Gems. Wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, also wie viele Videos man dafür gucken muss, möchte ich gar nicht mehr überlegen. Und von der Idee her, ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll, aber wenn man jetzt die ganz normalen Preise hier nimmt, sind 9000 Gems, sind dann hier praktisch, also man kann ja grob rechnen, gut, hier haben wir jetzt ein besseres Verhältnis, aber man kann eigentlich grob rechnen, 10 oder 15 Gems, sagen wir 10 Gems sind 1 Euro. Das sind 9000 Gems, sind 900 Euro, Leute. Ich gönn's jedem, der es gemacht hat, aber ich hoffe nicht, dass es jemand meiner Zuschauer gemacht hat, 9000 Gems da auf den Kopf zu hauen. Es sei denn, er hat wirklich 9000 Videos geguckt. Ja.
Und trotzdem habe ich auch überlegt, ob ich mir jetzt hier einfach mal ein paar Mal das hier kaufe. Das ist total Banane, ja. Also ich meine, das selbst das hier wären halt 800 Euro, ja. Wenn man hier überlegt, das hier fünfmal gekauft. Natürlich, wenn es Vergünstigungen gibt und so weiter, gab es dann auch die Gems schon mal billiger und überhaupt. Aber und ich bin auch jemand, der Gems kauft, also zumindest wenn Angebote sind oder so. Aber das ist echt zu krass gewesen. 900 Euro oder in dem Fall dann 800 Euro, wenn man das hier mit dem besten Dings rechnet, auf den Kopf zu hauen. Nee, das stimmt doch gar nicht, 800, oder? Jetzt habe ich mich verwirrt. Also das hier mal 10 durch 5, mal 100 durch 5. Nee. Also mal 10 durch 5 doch. Mal 10. Nee, mal 5. Das hier mal 5. Also das auch mal 5. Ja, dann müsste es stimmen. Oh Mann. Ich kann nicht nur Englisch, ich kann auch kein Mathe. Ich kann gar nichts. Ja. Aber dazu stehe ich, dass ich gar nichts kann. Was ist das Schlimme? Also ihr wisst, was ich damit sagen wollte. Ich war jetzt noch total Banane von den ganzen Gems. Ich finde das Spiel toll, ich gebe auch Geld für das Spiel aus, aber übertreibt es bitte nicht. Und der Hintergedanke, dass ihr Queer damit einen Gefallen tut, die verdienen, denke ich, schon genug mit diesem Spiel. Natürlich haben die auch viele laufende Kosten und alles und ja, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass sie wirklich genug Geld damit machen. So, das war jetzt das Wort wieder zum Sonntag. Ich glaube, ich ende viel zu häufig mit der Aussage, dass Cree zu viel Geld verdient, beziehungsweise genug Geld verdient. Ja, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass ihr ja viel Spaß habt bei dem Wicked Wonderland, dass ihr mit der Blumpen, nee, mit der Super Blumpen, mit der Sugar Plum, hier noch ein bisschen Spaß haben werdet und vor allen Dingen viel Glück im Guild War. Vielleicht habt ihr ja Glück und kommt unter die Top 50 oder auch nicht. Ja, und kriegt da so eine tolle Epic. Also das würde ich jedem natürlich wünschen. Gut, okay. Also ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann. Euer